Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer hier an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. 8 neue Wege, Geld im Internet zu verdienen. Cool, oder? Fangen wir sofort an. Hey, das Ding ist 2 Tage alt. 600 Aufrufe. Korrekt. Kommentare, wie immer, sehr informativ. Hey, wir schauen uns ein informatives Video an. Okay, Attacke. In diesem Video würde ich gerne mit euch über 8 unterschiedliche Einnahmequellen sprechen, die ich bisher auf diesem Kanal noch nicht im Detail erklärt habe. Noch nicht, aber ich kann dir schon versprechen, da ist was dabei. Oh, ich gehe mal hier rüber, so. Fangen wir mal an mit einer Plattform namens AdClerks. AdClerks ist eine Plattform, auf der ihr AdSpace kaufen und verkaufen könnt. Das heißt, wenn ihr beispielsweise eine Webseite habt... Ich habe das Video schon angeguckt, damit ich dir jetzt nicht voll das schlechte Video zeige. Die Plattform finde ich richtig interessant, wenn du eine Webseite hast mit richtig viel Traffic oder so und oder du willst Traffic einkaufen. Ich habe mir die Seite noch nicht näher angeguckt, aber pass auf, das hört sich echt interessant an. Habt oder einen Blog habt oder beispielsweise ein großes Social Media Profil habt, sei es nun vielleicht auch einen großen Twitch-Kanal oder einen großen Instagram-Account oder vielleicht seid ihr auch sehr erfolgreich auf Quora, dann könnt ihr diese unterschiedlichen Orte monetarisieren, indem ihr Affiliate-Links postet. Das sind aber keine Affiliate-Links wie beispielsweise im Amazon-Affiliate-Programm oder Amazon-Associates-Programm, wo ihr physische Produkte, sag ich jetzt mal, verkauft, oder es ist auch kein digitales Affiliate-Programm wie beispielsweise bei ClickFunnels, wo ihr eine Software verkauft. Nein, es handelt sich hierbei um einen Affiliate-Link, der geklickt werden kann, und für jeden Klick wird dann praktisch die Person bezahlt, die halt den Affiliate-Link generiert hat. In diesem Falle wärst das halt du. Du kannst aber auch dafür bezahlt werden, dass Leute einfach nur den Link sehen, beziehungsweise die Werbung, die sich davor befindet. Das heißt, du kriegst dein Geld für Impressionen. Du kannst aber auch bezahlt werden für Leads, das heißt beispielsweise für E-Mail-Adressen oder auch Telefonnummern, die du für andere Leute generierst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Affiliate-Link teilst und hinter diesem Affiliate-Link befindet sich eine Landingpage, wo Leute zum Beispiel ihre Daten eintragen können, dann haben wir hier eine CPA, also eine Cost per Action, und du wirst dann zum Beispiel für diese Action bezahlt. Das heißt, die Aktion, die Action können in diesem Falle sein, dass eine Person seine oder ihre Daten eintippt, und dafür würdest du zum Beispiel, sagen wir mal, $5 bekommen oder $2 bekommen oder wie viel auch immer. Geht einfach, wie gesagt, hier auf AdClerks, dann könnt ihr oben bereits auf Ad Marketplace klicken, dann könnt ihr hier runterscrollen und könnt euch die unterschiedlichen Angebote anschauen. Beispielsweise haben wir hier Link Collider. Anscheinend kann man da, wie gesagt, die Werbung von Link Collider auf seine eigene Webseite draufpacken. Dafür kriegt man $40 im Monat. Hier zum Also es hört sich alles interessant an. Ich überlege, ob ich mich da anmelde. Es ist wahrscheinlich wieder extrem englischsprachig. Aber auch, um vielleicht Traffic zu kaufen. Wirklich, ja. Beispiel 10 Cent für 1000 Impressionen, nicht Klicks, Impressionen. Ja, das ist ein bisschen wenig, 10 Cent, ne? Aber ja, vielleicht hast du echt so eine Webseite. Es gibt ja welche, die haben Millionen Aufrufe. Und einfach einen Banner irgendwo zu packen, boah. Dann zum Beispiel freebitcoin.com auf 50 Cent für 1000 Impressionen, 50 Cent, 8 Cent für 1000 Impressionen und so weiter und so fort. Und hier beispielsweise auch eine Werbung, die ihr halt in eure Webseite integrieren könnt, und dafür kriegt ihr 20 € im Monat, oder diese hier zum Beispiel am, sag ich mal, at the top oder praktisch am oberen Rand von eurer Webseite, dafür kriegt ihr halt 70. Wobei bei den 70 €, ich verstehe es noch nicht ganz, weil du musst ja auch eine Mindestanforderung. Stell mal vor, ich habe 100 Seiten und binde die überall ein und bekomme dann 100 mal $70. Also es muss ja eine Mindestzahl von Traffic sein. Na, wenn du nur 3 Besucher hast am Tag, lohnt sich das ja gar nicht, dass die dir $70 bezahlen. Also weder wirst du noch mal, musst du dich bewerben mit deiner Domain und die gucken sich die Daten an. Ja, also da sind so ein paar Sachen, die sind noch unklar. $70 im Monat und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt hier ganz, ganz viele unterschiedliche Optionen, zwischen denen du wählen kannst, und unterschiedliche Partnerprogramme, die du mitmachen kannst. Das heißt, du musst einfach nur at Clerks gehen und musst dann halt, wie gesagt, gucken, welche für dich die richtige ist. Dann die nächste Plattform, beziehungsweise das nächste Programm, das ich sehr, sehr interessant finde, was ich schon mal kurz angesprochen hatte, ist das Fiverr Affiliate. Hattest du nicht gesagt, du hast die noch nicht besprochen oder was? Ja, okay. Fiverr Affiliate Programm, ja, ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine neue Idee für mich, wo ich das nutzen kann. Also das ist sehr, sehr interessant für mich. Wenn du Leute auf Fiverr weiterleitest, dann
könntest du halt auch dafür eine Affiliate-Provision bekommen. Zum Beispiel, ich hatte für ziemlich lange Zeit Leute auf Fiverr weitergeleitet und habe das immer for free gemacht, weil ich halt sagte, naja gut, die Leute sind auf Fiverr, schicke ich den Kunden, zum Beispiel in meinem Fall den Coaching-Teilnehmern, einen Termin zu einem guten Ghostwriter, zum Beispiel zu einem guten Designer, zu einem guten Formatierer. Und jetzt natürlich jedes Mal, wenn ich eine Person weiterleite, kriege ich eine Provision, wenn diese Person tatsächlich dann auf Fiverr etwas kauft. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Und wenn ihr also praktisch Leute auf Fiverr weiterleitet oder einfach euren Blog zum Beispiel monetarisieren möchtet, dann kann ich euch auf jeden Fall das Fiverr Affiliate Programm empfehlen. Du kriegst praktisch, es gibt unterschiedliche Optionen. Du kannst zum einen natürlich Fiverr promoten, Fiverr Pro, dann Learn from Fiverr, das sind halt praktisch die unterschiedlichen Kurse, die Fiverr anbietet, and Co. Und das sind halt nochmal so, das ist eine Option. Habt ihr schon mal festgestellt, dass der Leo Schitaro überhaupt nicht so scharf ist? Also irgendwie ist der immer so unscharf. Ich weiß es nicht. Für Leute, die zum Beispiel halten. Der macht ja Videokurse. Ja, also, meine Kamera ist jetzt auch nicht die beste, so eine Logitech 90 € Kamera oder so, aber er ist so unscharf. Abrechnungstool brauchen oder zum Beispiel halt die Rechnung automatisiert rausschicken möchten und so weiter und so fort. Also eher was halt für Unternehmer. Schreib mal in den Kommentaren, ob du Leo scharf findest oder ob ich recht habe. Diese vier Dinge kannst du promoten und dann die Commissions auf dem Fiverr Affiliate Programm oder in dem Fiverr Affiliate Programm sind halt echt ziemlich gut. Du hast zwei Optionen, nämlich einmal hast du halt die Option, dass du 15 bis 50 Dollar Cost per Action bekommst, also wenn es eine Person tatsächlich etwas kauft. Du kannst aber auch 10 Dollar bekommen und dann nochmal 10% Revenue Share über die ersten 12 Monate, was sich in den meisten Fällen, denke ich mal, eher lohnen wird als 10 bis 50 Dollar. Ja, da hat er recht. Dieses Hybrid, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, eine Person kauft für 500 Dollar im Jahr, vielleicht sogar 1000 oder 2000 oder 3000, dann wären 10% in den meisten Fällen natürlich um einiges mehr als praktisch 15 bis 50. Und du kriegst hier auch nochmal 10. Das heißt, ich würde dir eher vorschlagen, geh mit dem hybriden Modell, also 10 Dollar am Anfang und dann direkt halt anschließend 10% Revenue Share. Dann die nächste Option ist eine App namens Roamler. Roamler ist eine App, wo ihr unterschiedlichste Aufgaben in eurer Nähe erledigen könnt. Ich finde diese Apps echt fast alle kacke. Es kommt auf den Standpunkt drauf an. Wenn du in einer großen Stadt wohnst, gibt es da manchmal Aufträge. Sobald das ein kleines Dorf ist oder so eine mittlere Stadt, gibt es da keine Aufträge. Und ja, das trifft dann halt 70% der Deutschen zu oder so, die keine Aufträge bekommen. Wir sehen es hier zum Beispiel, sollte beispielsweise an einen bestimmten Ort gehen und einfach einen Check machen oder sollte vielleicht einfach gucken, ob die Produkte da sind von dem und dem Laden oder ob beispielsweise, wie sagt man es am besten, ob zum Beispiel eine bestimmte Situation vorliegt, zum Beispiel ist die Tankstelle offen oder ist sie geschlossen. Wo ich Flaschen gesammelt habe ich in Berlin, habe ich so eine App gehabt, da brauchte man nur in den Geschäften reingehen, hat ein paar Punkte bekommen und ab und zu musst du so Sachen scannen in den Geschäften. Und hast dann auch dafür Geld bekommen. Ich hatte dann einen 20-Euro-Gutschein bekommen und habe mir dann halt bei Saturn am Alexanderplatz etwas für 20 Euro gekauft. Und da ich sowieso Flaschen gesammelt habe und immer rumgelaufen bin, konnte ich immer in die Geschäfte rein und wieder raus. Und das war ganz cool. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das ist schon so lange her. Habe ich danach auch nicht mehr benutzt, weil in Frankreich gibt es diese App nicht. Also es gibt so ein paar Sachen. Was aber lustig war, ist, ich musste immer eine Internetverbindung haben und oft musste ich so Schnapsflaschen fotografieren oder so, die waren eingesperrt manchmal in so Glaskästen oder das Produkt war nicht da. Oder. Also viele Aufgaben konnte ich gar nicht erledigen. Zum Beispiel, ist da gerade der Starbucks offen, ist er geschlossen, wie viele Leute befinden sich davor und so weiter und so fort. Das heißt, das sind solche Aufgaben. Roamler könnt ihr euch jederzeit runterladen, einfach hier auf Install klicken und ja, die gibt es auch für den deutschsprachigen Bereich. Also wie gesagt, könnt ihr auch gerne im Apple iStore gucken, einfach Roamler eingeben. Ich musste teilweise sogar bei DM oder so Sachen scannen. Und ich weiß, dann war ich ganz hinten im Laden und hatte kein Internet. Hinten im Laden, dann ging das nicht. Weil das Live-Internet da haben musste. Es war fürchterlich. Aber ich habe 20 Euro zusammenbekommen. Zu laden und dann könnt ihr anfangen. Ich habe für 19,98 Euro oder sowas gekauft, habe sogar noch 2 Cent von Saturn zurückbekommen. Fangen zu arbeiten. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Market Call. Über die hatte ich schon mal ein bisschen mit euch gesprochen und hatte auch schon mal so grob drauf. Das finde ich auch interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob das halt einfach nur in steht da oben seine E-Mail-Adresse? Ob das entweder nur in Englisch ist oder so. Aber sehr, sehr interessant finde ich das Ding.
vorgestellt, wie die Plattform funktioniert. Es handelt sich dabei einfach um eine Plattform, wo ihr, sag ich mal, Telefonanrufe für Firmen generiert. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt du einen Anruf für eine Firma generierst, dann zahlt diese Firma einen bestimmten Betrag für diesen Anruf. Nehmen wir an, du würdest jetzt 10 Euro pro Anruf bekommen, was übrigens sehr, sehr wenig hier tatsächlich auf Market Call ist. Und du würdest 10 Anrufe pro Tag generieren, die zum Beispiel, und das legt die Firma fest, 90 bis 25 Sekunden lang sind. Dann würdest du dafür bei 10 Leuten $100 bekommen. Wobei, ich weiß, ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil generieren, muss ich die Telefonnummer generieren oder muss ich da anrufen und sagen, hey, ich bin hier von der Firma so und so und möchte Ihnen halt einen Lottoschein verkaufen oder so. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Das muss ich mir echt mal nochmal genauer angucken. Und das ist natürlich gar nicht schlecht. In anderen Fällen ist es sogar tatsächlich so, dass du bis zu $250 für einen einzigen Anruf bekommst, wenn eine Person tatsächlich 60 Sekunden oder mindestens 90 Sekunden mit der Firma dann spricht. Das heißt, du kannst hier auch für einen Anruf richtig ordentlich Geld bekommen. Also ich besorge die Telefonnummer nur, ich muss nicht anrufen. Und die muss dann mit dir... Aber ich verstehe es nicht. Wie verdiene ich denn die $250 oder so? Weil an Telefonnummern dran zu kommen, ist ja kein Problem. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens CPA Lead. CPA Lead und AdClerk sind eigentlich relativ ähnlich zueinander. Bei CPA Lead haben wir nochmal folgende Situation vorliegen, nämlich hier ist es so, dass wir halt die Affiliate-Links uns direkt generieren können. Das heißt, wir können einfach hier zum Beispiel, sagen wir mal, auf das hier klicken, Shopadoo, klickt man einmal drauf und dann haben wir halt direkt hier den Affiliate-Link, den wir mit anderen Leuten teilen können. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand auf diesen Link klickt... Mir wurde gesagt von jemand, auf Facebook sind diese Dinger meistens gesperrt. Brauchst du also als Marketingmöglichkeit gar nicht nutzen oder so? Dann halte ich dafür 46 Cent und das ist natürlich ziemlich ordentlich. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es nicht selbst getestet, ganz wichtig. Oder in diesem Fall müssen wir mal gucken, was das hier eigentlich für ein Produkt ist. Nämlich es kommt dann oft vor allen Dingen darauf an, was die Leute für Informationen hier eintragen sollen. Zum Beispiel in diesem Falle anscheinend soll das eine Telefonnummer sein. Das heißt, wenn eine Person hier draufklickt und die Telefonnummer einträgt, dann würde ich halt diese 46 Cent hier bekommen. Das kannst du mit CPA... Das war Portugal oder was? Ah, es ist aber was Deutsches dabei. Gewinne V-Bucks im Wert von 200 Euro. Okay. Okay, also internationaler Traffic lohnt sich oft als Affiliate-Marketer für Sachen. Gerade wenn du englischsprachigen Traffic bekommst, kannst du echt, da gibt es schon ein paar Sachen. Ja. Elite machen. Hier haben wir auch vorgefertigte Seiten, die du einfach promoten kannst. Dazu einfach hier auf Landingpages gehen, dann auf Browse Pre-Made Pages und dann kannst du hier direkt Seiten promoten, richtige Verkaufsseiten. Und wenn eine Person dann zum Beispiel diese Seite hat und sag ich mal, eine E-Mail-Adresse einträgt oder eine Telefonnummer einträgt, dann kriegst du dafür Geld. Dann eine weitere Plattform ist diese hier namens Reach Hero. Reach Hero ist eine Firma, die dich mit Werbetreibenden verbindet, wenn du ein Influencer bist. Habe ich jetzt gerade selbst Erfahrungen gemacht. Ich habe mich dort angemeldet. Ich habe mich auch angemeldet vor 2 Wochen. Dann habe ich immer mal wieder eine E-Mail bekommen. Ich muss meine Social-Media-Plattform verlinken. Habe ich dann am Wochenende gemacht. Ich habe versucht, diesen YouTube-Kanal hier zu vernetzen mit der Plattform. Hat nicht funktioniert. Mindestvoraussetzungen erfüllt das nicht. Haben aber auch nicht angezeigt in der Meldung, warum nicht. Also was ich noch machen muss. Also mehr Abonnenten oder wie auch immer. Mehr Videos. Habe ich gedacht, ach egal, habe ich mein Instagram-Account mit 17.000 Followern verbunden, stand in Bearbeitung, dann habe ich 3 Facebook-Fanpages verbunden. Die eine Facebook-Fanpage hat fast 77.000 Follower, Deutsche, verbunden und noch 2 kleinere mit 3 bis 5. Ich wollte das mal testen. Alle abgelehnt. Instagram abgelehnt, Facebook-Fanpage mit 80. Und mit 80, ich habe da wirklich Kooperationspartner in der Vergangenheit gehabt. Ich habe die nicht aktiv gesucht. Das wäre also genau das Richtige für diese Plattform. Ich weiß nicht, was du für Mindestvoraussetzungen haben wolltest und warum die es abgelehnt haben. Einfach so, ja, nicht hier verbessern sie das und das und dann können wir sie annehmen, sondern so eine Standard-Dings. Habe ich schon den Papp aufgehabt, weil ich mir Mühe gegeben habe, mich dort anzumelden und dann das zu, ja, du musst das halt dann, also bei Instagram war es so, das war sogar noch, Anführungszeichen, ein bisschen komplizierter. Ich habe einen Code bekommen, musste diesen Code im Profil reinschreiben, Profil abspeichern, dann das nochmal verbinden und dadurch, dass dann halt im Profil dieser Code gefunden wurde, wurde ich dann halt vernetzt mit der Plattform. Und dann musste ich natürlich, ich glaube, ich, ja doch, den Code habe ich rausgelöscht danach.
Also ja, und bei Facebook musste ich wirklich login, dass diese Verknüpfung zu den Seiten da ist. Und die haben mich alles abgelehnt. Alles hintereinander, so Standardding, als ob da innerhalb ein paar Sekunden jemand alles abgelehnt, 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 abgelehnt. Dabei ist es ja, Michael Kurz ist ja Geld verdienen, das andere sind die anderen Nischen. Und auf jeden Fall Daumen runter. Ich würde schon wieder sagen, echt Drecksverein, aber okay. Es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, hier als Influencer mitzuarbeiten. Nämlich zum einen natürlich kannst du hier arbeiten, wenn du praktisch einen YouTube-Kanal hast, so wie ich. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise hier meinen Kanal mit ReachHero verbinden und dann, wenn werbetreibende Interesse haben an, sage ich jetzt mal, dem, was ich tue, dann können sie halt meinen Kanal sponsern. Ich mache das bisher nicht. Ich muss mal gucken, ob ich das in der Zukunft machen werde. Besonders, es ist doch auch in der, ja, ob der Werbetreibende darauf Bock hat oder so. Na klar, dieser Kanal jetzt hier vielleicht mit Geld verdienen passt vielleicht nicht, weil sie halt irgendwie die Megakonzerne haben oder so, aber die Fanpages oder so. Ich habe da vielleicht kriege ich ein paar Proben oder so, die ich dann vorstelle oder so, aber übelst. Habe ich ja schon einige Sponsoren hier auf dem Kanal und die Einnahmen sind so ungefähr, sagen wir, 700, 800 Euro derzeit pro Monat, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Respekt! 700, 800 Euro? Ist doch cool, als Sponsor. Ich habe noch keine Sponsoring von dir gesehen irgendwie. Wann stellst du das mal vor? Interessant. Ich müsste halt gucken, wenn die Kanäle tatsächlich größer werden, nicht nur der, sondern auch meine anderen Kanäle, ob ich dann nicht vielleicht tatsächlich hier mit ReachHero zusammenarbeite und darüber halt mir größere Werbe. Also ich werde da keine, also wenn die sich nicht mal bei mir melden oder so, werde ich sagen, ey, ich werde diesen Arbeitsaufwand niemals mehr machen bei den, nee. Partner ans Land holen. Ist aber auch eine coole Werbung für ReachHero, ne? Wenn ihr jemanden ablehnt, der dann auf einmal dabei ist, sich so eine Reichweite aufzubauen. Deshalb werde ich da auch höchstwahrscheinlich nochmal ein extra Video zu machen, das Innenleben zeigen und dann auch die E-Mails und so, weil die mich nerven. Ja. Genau, dann die nächste Plattform ist diese hier namens BlaBlaCar. Eine ganz gute Plattform. Der Support ist echt ein bisschen kacke, aber ich fahre da öfters mal mit. Ja, ich fahre da öfters mal mit. Ich habe ja kein Auto. Aber du kannst damit richtig viel Geld verdienen. Ich habe einen Kollege, der wohnt in Berlin. Und wenn die Deutsche Bahn streikt, fährt der dann mal halt, macht er dann halt ganz viele Fahrten da rein und fährt dann 3-4 Tage, die streiken ja manchmal ein paar Tage, fährt er von Berlin nach Köln. Oft. Das ist wohl so eine beliebte Strecke. Und der fährt dann 3 Tage hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück immer. Und nimmt dann natürlich auch teurere Preise dafür und hat so einen kleinen Bus, so einen Van oder so mit ordentlich Sitzplätzen und packt den immer voll und fährt immer hin und her. Und verdient da immer so noch ein paar Euros, wenn die Bahn steigt. Er freut sich immer, wenn die Bahn steigt. Gleichzeitig macht er das auch mit der Gamescom oder so. Na, er macht dann halt Angebote, hey, wer fährt mit zu Gamescom und dann die paar Tage davor und bringt die Leute dann auch wieder zurück. Ja, also es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oh. Ich denke, viele von euch haben sicherlich schon mal von BlaBlaCar gehört. Es handelt sich dabei einfach nur um eine Gelegenheit, bei jemandem mitzufahren. Das heißt, wenn du beispielsweise viele Strecken fährst oder vielleicht wohnst du in Berlin und arbeitest in Hamburg und fährst halt dort, sagen wir mal, mehrmals die Woche hin, dann könntest du halt Leute mitnehmen und dafür Geld kassieren. Und dementsprechend, denke ich mal, ist das auch eine ganz interessante Plattform für Vielfahrer, für Leute, die viel unterwegs sind und die halt kein Problem damit haben, eine andere Person noch neben sich sitzen zu haben. Und dann die letzte Plattform, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, ist diese hier namens Depop. Die hatten wir auch schon in einem Video, das weiß ich ganz genau. Da verkaufst du halt Klamotten. Und dann wusste er wieder nicht, ob man auch gebrauchte Klamotten kaufen und dann habe ich gesagt, hey, auf der Seite und so. Also dazu gibt es ein Video auf meinem Kanal, wo ich das dann auch nochmal... Und er sagte einfach nur, ja, kannst du Klamotten verkaufen. Und dann sind wir auch jetzt vorbei. So. Drei Plattformen sind cool. Das mit den Telefonaten fand ich interessant. Und die zwei mit den Links. Die sollte man sich auch eher angucken. Ich glaube, das sind so die interessantesten. Naja, auch BlaBlaCar vielleicht einfach mal anmelden. Wenn du das nächste Mal nach Paris fährst oder so und hast dann hinten zwei Leute sitzen, neben dir jemand, fährst du nicht alleine dahin und hast dann noch ein paar, hast auf jeden Fall Spritgeld raus. Oder ein bisschen mehr. Kann sehr, sehr interessant sein. Und so Standardsachen sind auch sehr schnell ausgebucht. Da brauchst du dir kaum Sorgen machen. So, mein Name ist Michael Kotzer, ich bin Rucksackunternehmer und ich bin raus. Hey, lass doch einfach ein Abo da. Ciao.